Wenn sie singt, fesselt sie ihr Publikum, aber auch wenn sie erzählt, hängen ihre Fans an ihren Lippen. Nicht zufällig wurde die Walburgenländerin Birgit Denk schon mal als weibliches Pendant zu Willi Resetaritz beschrieben. Auch sie schwört in ihrer gefühlvollen Musik auf Dialekt und das seit 20 Jahren. Ihr Jubiläumskonzert hat die sympathische Dialektikone in Wulker-Brodersdorf gegeben. Na und wie sie alle zusammenpassen, Birgit Denk und ihre Band. Und egal ob poppig, rockig oder balladig unterwegs, ihr Zuhause ist der Dialekt und das seit 20 Jahren. Die Zeit ist schnell vergangen. 20 Jahre lang ist eine lange Zeit. Wir haben viele andere Bands kommen und gehen gesehen. Jeder, der sich daran zurückerinnert, wo er vor 20 Jahren gearbeitet, gewohnt hat und mit wem er zusammen war, wird sehen, da kann sich doch einiges ändern. Bei uns eigentlich fast überhaupt nichts. Und das ist eine Qualität, die uns ausmacht. Und das ist das Schöne an diesem Geburtstagsjubiläum 20 Jahre. Hey, dieser jeder Star. Neun Alben haben sie in den vergangenen Jahren herausgebracht. Ein Radiohit war aber anscheinend noch nicht dabei. Oh ja, es sind ganz viele Radiohits. Ja. Die Radiohits waren schon dabei, nur das Radio spielt sie leider nicht. Was ist mit mir, als ich nie nur zu In den 2000er Jahren waren sie mit Dialektliedern nicht wirklich am Puls der Zeit. Aber heute, wäre es da nicht Zeit für den großen Durchbruch? Jetzt ist die Dialektwelle da und noch komplett out, jetzt sind wir zu alt, damit wir quasi da noch irgendwie als die Ponys vorne herspringen. Aber ja, wir sind noch immer da und wir haben unsere Leute. Ganz nach dem Motto, statt 3 Minuten Radioruhm, lieber 2 Jahrzehnte lang ein treues Publikum, das sie nicht nur wegen ihrer Musik liebt. Jetzt noch einmal 20 Jahre später? Die Schnellrechner können sich jetzt ausrechnen, in welchem Altersgebiet ich mich befinde. Sie ist eine wunderbare Entertainerin und die Geschichten, die sie erzählt, und macht wirklich viel, viel Spaß. Die sind einfach vom Umgang und von der Plauderei her wunderbar patent, ja. Und insofern ist es immer Freude, wenn sie im Haus sind. Ob durch die Wüste oder nach Wulker-Brodersdorf, das treue Publikum zieht wohl auch die kommenden Jahre mit. Schirrli. Schirrli.